Youth on Talks für Gebildete. Unser letzter Schlusssatz beim letzten Video war: Die Lösung ist da. Wo sind die Klugen? Ja, das ist die Frage. Wo sind in einer Welt des Aussterbens der Klugheit die Klugen? Naja, wenigstens erstmal muss ich was Positives sagen zu Professor Hans-Joachim Schellnhuber. Immerhin ist er so inspirierend, dass er überhaupt der Rede wert ist. Wenn er über Postwachstum spricht, ohne etwas davon zu verstehen. Ja, er versteht überhaupt nicht, dass er also quasi seine Idee oder er ist eigentlich völlig konzeptlos gegenüber sozusagen unserem Raubtierkapitalismus beziehungsweise der sozialen Marktwirtschaft. Und seine einzige Idee ist letztendlich, läuft darauf hinaus, dass wir so eine Art Propaganda machen, Konsum ist unschicklich. Ja? Also ich mache mal ein Beispiel, ich übertreibe das mal. Wir haben also mit ganz vielen Hexenverbrennungen haben wir zwei Dinge erreicht. Wir haben mit Hexenverbrennungen erreicht, dass die Leute Angst bekommen haben. Einmal davor, zum Beispiel als alte weise Frau Heilkunde zu betreiben. Also quasi die Hexenverbrennung hat geholfen, um der Schulmedizin die Gewinne zu sichern, also auch wieder Sozialmarktwirtschaft kapitalistisch sozusagen Profite zu sichern. Da hat die Hexenverbrennung geholfen, weil dadurch also quasi die heilkundigen Frauen Angst bekamen und das Ganze mit Angst unterdrückt wurde. Ja. Und wir haben die Körperfeindlichkeit zementiert, denn es wurden ja auch als Hexen verbrannt Frauen, die irgendetwas Erotisches im weitesten Sinne an sich hatten. Und das heißt also, wir können natürlich versuchen, den Konsum zu tabuisieren und Leute öffentlich als Hexen zu verbrennen, die also Konsum praktizieren. Das ist der Versuch, die Flugscham aufzubauen und ähnliche Dinge. Man vergisst dabei nur eine Kleinigkeit. Bei der Hexenverbrennung war die gesamte soziale Marktwirtschaft, der gesamte Kapitalismus auf der Seite der Hexenverfolgung, ja, also das heißt, die Richtung, die Zielrichtung der Tabuisierung war von der sozialen Marktwirtschaft, hatte die gleiche Zielrichtung wie die Hexenverbrennung und die Hexenverfolgung, also die Tabuisierung. Aber bei der Konsumsucht ist es genau umgedreht. Der gesamte weltweite Kapitalismus, die gesamte soziale Marktwirtschaft hetzt ja jeden Tag mit aller Finanzmacht ihres Werbeetats und aller Einflussmöglichkeit, die aus diesen Geldern resultiert, hetzt ja auf zur Konsumsucht. Ja? Sodass wir dann also, wenn wir versuchen, eine Tabuisierung zu erzeugen, so wie die Flugscham zum Beispiel, eine Tabuisierung des Konsums zu erreichen, dann bewirkt das eben deswegen extrem wenig, weil das eine kleine Kraft ist, quasi die nach links gerichtet ist, und die große Kraft der sozialen Marktwirtschaft, des gesamten weltweiten Kapitalismus, schiebt uns Richtung nach rechts oder ist eine Kraft, die nach rechts wirkt. Und diese Kraft ist natürlich viel, viel größer, sodass wir, wenn wir ein Tabu aufbauen Richtung Konsumhemmung, erzeugt der Kapitalismus 10 Tendenzen hin zur Konsumsucht, weswegen ja die Flugscham dann auch am Ende genau letztendlich in der Endwirkung war eine drastische Zunahme des Flugverhaltens festzustellen. Also diese Idee, irgendwie so eine Art moralische Tabuisierung des Konsums zu machen und darüber eine Art Postwachstumsgesellschaft zu erreichen,
ist einfach der völlig falsche Weg. Nur der Weg der zweiten Scientists for Future 2, also Professor Schellnhuber. Das Problem ist, man sollte eben nicht von Dingen reden, von denen man gar nichts versteht. Wenn man nichts von Menschen versteht und sich dann so naiv, so ein bisschen asiatische Philosophie anschaut, also das ist alles oberflächlicher Quatsch. Man sollte einfach schweigen von Dingen, von denen man nichts gelernt hat und nichts versteht. Also Menschen sozusagen richtig verändern können nur die zweiten Scientists for Future 2, weil die davon was verstehen. So, unser nächster Problemfall, da muss ich auch erstmal was loben. Marc Friedrich von Friedrich und Weig, Finanzoptimierung, glaube ich, sind das. Da ist der Punkt, dass was zu loben ist, ist, dass er immerhin davon spricht, dass unser System am Ende ist, richtig, aber leider sagt er nicht deutlich, dass die soziale Marktwirtschaft insgesamt am Ende ist. Das versteht er natürlich wiederum nicht, aber immerhin spricht er auch davon, dass unsere Zivilisation am Ende ist, römische Dekadenz und so weiter. Nur leider, das ist wieder sein Schwachpunkt, dass er überhaupt nicht versteht, also überhaupt nichts weiß von der Kapitalismusanalyse der zweiten Scientists for Future 2 und überhaupt nicht weiß, dass tatsächlich unsere gesamte sozial-marktwirtschaftliche kapitalistische Zivilisation total am Ende ist und die muss beendet werden und die postkapitalistische Gesellschaft ist das Thema der Zukunft sozusagen. Ja, und dann ein Lichtblick ist wieder Professor Sven Völpel, der also sozusagen sogar darüber gesprochen hat, dass vielleicht die genetische Grenze unseres Alters, die zweiten Scientists for Future 2 jetzt erstmal ihm folgend so ungefähr bei 127 angesetzt haben, er sagt, vielleicht ist die genetische Grenze des Menschen fürs Alter vielleicht bei 140 angesiedelt, er hat sogar 150 gesagt, aber bleiben wir mal vorsichtig, 140, also die zweiten Scientists for Future 2 sind also mit ihren 127 Jahren so als realistisches Sterbealter, wenn wir gesund leben würden und natürlich leben würden, sind wir da schon ganz gut dabei. Und was er in seinem letzten Videoauftritt, seinem letzten Bühnenauftritt uns nochmal ins Bewusstsein gerückt hat, ist das Thema der Tabuisierung der Bewegung. Er schildert so schön, wie er mit den Kindern, mit der Familie durch die Stadt läuft sozusagen und wie die Frau sozusagen sich davon distanziert und vor ihnen läuft, weil er mit seinen Kindern sozusagen sich in vielfältigster Weise bewegt und Spaß hat an der Bewegung und so weiter. Und da wird einem so richtig bewusst, dass wir sogar die Bewegung und die Lust an der Bewegung tabuisiert haben in der Gesellschaft. Vielleicht, weil die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus eben mehr verdienen kann an der Behandlung der Bewegungsmangelkrankheiten und deswegen sozusagen dann auch eine Moral der Tabuisierung der Bewegung entstanden ist. Das macht er uns da schön bewusst, indem er sozusagen mit dem Bärenschritt sozusagen vornüber vorwärts quasi, also mit dem Kopf voraus die Treppe runterläuft, mit der Moderatorin zusammen am Schluss. Also dass wir eigentlich auch sogar gegenüber der Lust an der Bewegung eine Tabuisierung erfahren haben durch die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus. Vielleicht, weil dann in der Evolution die Gewinnmöglichkeiten für die Medizinindustrie größer waren. Ja, so viel für heute. Tschüssi!